Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, unser zweiter Blockhop steht an, meines Teams Papiertante. Und ja, das ist mein Projekt. Ich hatte ursprünglich was anderes vor. Ich wollte eigentlich ein Osterkörbchen machen und habe da dran rumgetüftelt und irgendwie gefiel mir das nicht so richtig. Okay, habe ich gedacht, suche ich mir was anderes. Und habe ein bisschen geguckt und was kann ich machen und habe so eine Karte, eine wirklich ähnliche Karte. Es sind ein paar Kleinigkeiten, die ich verändert habe, in der Demo-Gruppe gesehen, in der weltweiten Demo-Gruppe und habe gedacht, okay, das ist sie. Das ist so grandios, das muss ich euch zeigen. Die Karte, die ich gesehen habe, war vom Grundaufbau her sehr, sehr ähnlich. Allerdings war sie nicht hinterlegt. Und ein paar Kleinigkeiten waren anders, aber die Hauptveränderung, sage ich mal, ist, dass ich die Karte in der entsprechenden Farbe hinterlegt habe. Die sind super schnell gemacht, ich finde sie super, super süß und ich zeige euch mal, wie es funktioniert. Ihr braucht nämlich wirklich extrem wenig und es geht sehr schnell. Also so gesagt ein Ratzfatz-Projekt, wie ich das immer so schön nenne. Und zwar, was braucht ihr? Ihr braucht eine Kartenbasis, wie immer eine Breite von 8 1/4, das heißt eine DIN A4 Seite bei 4 1/8 Falzen und die Breite ist 5 3/4. Kartenbasis fertig. Dann sucht ihr euch eine Farbe aus, um euch das mal eben kurz zu zeigen. Ich nehme nochmal die Karten hier. Das hier ist im Hintergrund Aquamarin und so ist auch dieser Hintergrund hinter dem Häschen in Aquamarin. Das hier ist Grasgrün, hinten der Farbkarton und auch die Farbe. Und das hier ist Melonensorbet. Finde ich, ich habe es ausprobiert, ich finde es passt nicht so richtig gut. Die Farben finde ich viel besser. Ich bin jetzt gespannt, wie das Gelb aussieht. Das ist mir ein bisschen zu kräftig. Aber das ist Geschmackssache, wie immer. Hier, bei dem, was ich euch jetzt zeige, habe ich Farbkarton in Osterglocke genommen. Dieser Farbkarton, diese Mattung, hat die Größe von 5,5 x 3 7/8. Und ihr braucht ein Stückchen Weiß, Flüsterweiß. Das hat die Größe von 5 3/8 x 3 3/4. Das bearbeiten wir gleich. Und dann habe, Entschuldigung, dann habe ich mir aus dem Set Osterkörbchen den Hasen, dieses kleine Ei mit dem Herzchen, und die Möhre gestempelt. Das habe ich persönlich in Memento gestempelt, weil ich das mit, die brauche ich nämlich auch gleich noch, mit den Write-Markern bearbeite und da brauche ich keine wasserfeste Tinte für. Wenn ihr mit Blender-Pens oder also mit den Mischstiften oder auch mit dem Aquapainter arbeiten wollt, solltet ihr das nicht in Memento stempeln, sondern mit der Archivtinte in Schwarz. Dann könnt ihr da auch problemlos mit Wasser bei. Also die Stempel habe ich verwendet und dann habe ich aus dem dazu passenden, die lege ich mal beiseite, aus dem dazu passenden Framelit-Set Osterkörbchen, ich sehe gerade, dass der hier falsch rumliegt, deswegen, den Hasen genommen, die Möhre genommen und das ist diese Reihe mit den kleinen Eiern und da habe ich halt das eine genommen und mir dann nur dieses eine Ei ausgestanzt. So, fangen wir mal ganz kurz an. Das geht, wie gesagt, ganz schnell. Als erstes kann ich schon mal die Mattung auf die Grundkarte bringen. Was ich habe, das habe ich. Und was schon erledigt ist, brauchen wir gleich nicht noch machen. So, die Mattung habe ich mit einem deutlichen Rand versehen. Wie man das hier sieht, da ist ein deutlicher Rand drumherum. Das Weiß darüber bekommt gleich nur einen sehr, sehr schmalen Rand. Huch, das liegt schief drauf. So. Bisschen mehr. So. Wie ihr seht, ein wirklich schmaler Rand und zum Weiß ist ein deutlich breiterer Rand. Als erstes werde ich mich mal hier drum kümmern. Dann hat das... Na, komm her. Dann hat das nämlich Chance, ein bisschen zu trocknen. Und zwar, ich lege mir ein Schmierblatt unter, nehme mir ein Schwämmchen. Das hier ist jetzt meins für Osterglocke. Und wo habe ich das noch nicht rausgelegt? Mein Stempelkissen habe ich schon wieder weggepackt. Nehme mir das Stempelkissen in Osterglocke.
und nehme hier jetzt ein bisschen Farbe aus dem Stempelkissen auf. Tupfe das ein kleines bisschen ab und fange in der Mitte an und drehe mich dann quasi nach außen und werde auch nicht zu sehr kreisig, sag ich mal, sondern gehe da auch so ein bisschen mit rein, dass ich so an den Rändern noch so ein bisschen gezubbel habe und nicht so einen ganz glatten Kreis habe. Dann sieht das nämlich schnell aus wie eine Sonne bei Gelb und auch bei den anderen Farben. Und das ist dann nicht ganz so schön. Das war schon damit. Das lege ich jetzt beiseite, das kann ein kleines bisschen trocknen. Was ich jetzt noch mache, ich muss noch die hier ein kleines bisschen bearbeiten mit Farbe. Und zwar den Hasen. Da mache ich die, das Innere von den Ohren. Da nehme ich mir den Right Marker in Zartrosa, nehme die Pinselspitze und streiche hier tatsächlich nur einmal so kurz lang. Einmal bei dem Ohr, einmal bei dem Ohr. Dann nehme ich mir Kürbisgelb und male kurz die Fliege an. Ich hatte erst überlegt, das in der gleichen Farbe zu machen wie die Mattung. Und habe dann aber gedacht, nee, die Karotte mache ich ja auch in Orange, also in Kürbisgelb. Das passt ganz gut. Das fand ich persönlich witziger. Kommen wir zur Karotte. Ich habe die erste, die ich gemacht habe. Oh, ich sollte euch mal ein kleines bisschen, ich sehe es gerade, ein kleines bisschen ranziehen. So. Die erste Karotte, die ich gemacht habe, habe ich mir nicht großartig Gedanken drüber gemacht und habe die einfach von oben nach unten angestrichen oder angemalt. Da sah man die Striche so stark. Dann habe ich das Ganze einfach umgedreht und streiche das quasi von rechts nach links. Und mein Strichverlauf hört oben an der schwarzen Kante auf und dadurch fällt das dann nicht so ganz stark auf. Im Gegenteil, dann ist da auf der einen Seite sogar noch ein bisschen wie ein Schatten. Ein kleiner weißer, so. Und das Herz hier unten im Ei, das mache ich in der gleichen Farbe wie die Karte oder die Mattung. Nehme ich in Osterglocke. Und jetzt fehlt mir nur noch mein Stift in Grasgrün. Und da gehe ich jetzt hier oben einmal das Grünzeug, das streiche ich tatsächlich nur einmal so ein bisschen nach und fertig ist es. Das war schon. Jetzt brauche ich noch Dimensionals. Oh nee, vorher muss ich noch mal eben einen ganz kleinen Klecks Tombow hier auf die Hand, wollte ich gerade sagen, auf die Pfote des Hasens machen. Da kommt jetzt nämlich wirklich an den äußersten Rand die Möhre ran. Kleinen Moment festhalten. So, und auf die Rückseite kommen Dimensionals. Und zwar, na, komm her. Einen nach oben. Einen nach unten. Und einen halben. Ich muss mir eben die richtige Schere holen. Einen halben auf die Möhre. So, und auf dieses mini, mini kleine Ei, da setze ich nur ein Viertel rauf von den Dimensionals. Mehr passt nicht rauf, selbst ein halber Dimensional ist dafür zu groß. Ich ziehe euch gerade mal eben wieder raus. Okay, so, das war's nämlich schon. Jetzt kommt das hier. Als erstes mal hier drauf, das ist nämlich etwas einfacher. Auch das mache ich wieder mit Snail. Und das kommt hier jetzt rauf. Mit einem schönen schmalen Abstand. Falls das noch ein bisschen feucht ist, ich drehe das mal lieber um. So, und jetzt ist es nämlich etwas einfacher, das darauf zu kleben. Also erst die Mattung draufkleben und dann die anderen Sachen. Und ich habe gerade was vergessen, fällt mir gerade auf. Ist aber nicht schlimm.
Das habe ich mir nur noch nicht auf den Block gezogen. Ich benutze nämlich noch etwas hier draus. Und zwar, wo ist es? Kleiner Gruß vom Osterhasen. Das passt natürlich ganz hervorragend. Auch das stempel ich mir in schwarz ab. Auch dafür nehme ich mein Memento. So. Das hätte ich jetzt eigentlich eben vorher machen sollen, habe ich nur vergessen. Ist aber nicht schlimm, das ist zum Glück platt. Und das stempel ich hier jetzt schön mittig rein. So. Und jetzt klebe ich den Hasen auf. Der kommt hier einfach schön mittig rein und knibbel noch von diesem Mini-Ei. Das ist nur noch mal so ein kleiner Farbakzent hier unten. Das klebe ich da so ein bisschen schräg dran. Und fertig ist die super schnelle Karte zu Ostern. Ich weiß nicht, welche Farbe euch am besten gefällt. Ich persönlich muss gestehen, mir gefallen die Grün und also das Grasgrün und das Aquamarin am besten. Das Rot gefällt mir gar nicht. Das ist die falsche Farbe. Also für mich ist das die falsche Farbe. Das ist zu kräftig. Aber ein Rosaton wäre vielleicht ganz schön gewesen. Na, probiere ich nochmal. Okay, so viel zu meinem Ratzfatz-Osterprojekt, zu unserem Blockhop. Die Maße, die wenigen Maße, die es hierfür gibt und die verwendeten Materialien, auch da ist es ja nicht viel, das ist ja nur das Bundle Osterkörbchen, findet ihr natürlich auf meiner Homepage, die da lautet www.die-papiertante-nf.de. Da findet ihr, wie gesagt, die Maße, auch wenn es nur wenige sind, sowohl in Inch als auch in Zentimetern. Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Spaß beim Nachwerkeln dieser wirklich rasend schnellen, aber super, super süßen Osterkarte, wie ich finde. Und ebenso hoffe ich, dass ihr jede Menge Gelegenheit habt, sowas zu verschicken und zu verschenken. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. In der nächsten Woche werde ich, ich muss mal schauen, aber ich habe eigentlich vor, das eine oder andere Osterprojekt noch zu machen. Mal gucken, wie viel ich in der nächsten Woche schaffe. Okay, bis dahin. Ciao, ciao.